WTFM. WTFM 100,0. Die besten Hits und maximaler Boomer-Cringe für dich. Hallo, hier sind Thies Neubert und Anne Rothäuser. Gemeinsam sind wir die Stimmen des Podcast de Lyon. Das ist Deutschlands News-Podcast Nummer 1 aus dem Hause der Postillon. Zu einer traurigen Meldung. Mark Johnson ist tot. Der beleibte Erfinder der Autokorrektur ist in der Nacht an Herzversand gestohlen. Er hinterlässt eine Frau und zwei Rinder. Schon in den früheren 80er Jahren galt er als absolute Koriander unter einer der größten Sofortwehre-Entwickler überhaupt. Wirklich berührt machte ihn jedoch erst die Erfindung der Autokorrektur im Jagd 1994, die ihn auch zum Multimedia machte. Die kalifornische Stadt San Francisco ist ohne ihn kaum trinkbar. Nach Angeber seiner Familie klaute er am Sonntagabend über Unwohlsein. Wenig später fand ihn seine Frau, lebte los vor und wählte den Notdurft. Johnson starb noch auf dem Weg ins Krankenkassen an Herzversand. Maulwurf, Verräter in Handballmannschaft, bekommt Ball ins Gesicht. Macht keinen Stich, impfkritischer Arzt, kommt bei Kollegen nicht gut an. Einzugsermächtigung erteilt, Mieter darf Wohnung übernehmen. Sendersuche läuft. Hey guys, it's this day again und ihr hört wieder einmal euer liebstes Indie-Radio, Indie-Funky, Synthie und... Günthi! Wir sind Jude F. und Shania Grind und ihr hört Indie-Tronic, Block FM, die Station, in which die Songs gespielt werden, die so cool sind, dass sie sonst nobody plays them. Ja, yeah, the very best of Prog-Rock-Crossover. Pirate Straight Edge. Instrumental Spoken Word. Screamo Jazz. Latino Death Metal Girl Group. Indie Mainstream Goth Pop. Cockslap Rockabilly. And Fart Rock. Indeed, wir sind die Indie Alternative zum alternativen Radio. Und das ist why we have a special guest in the studio. I mean, you know, now, today, how do you say, this in German? Heute. Right. Our guest today is ein Superstar, ein Icon der elektronischen Indie-Musik. Er ist ein Wegbereiter für alles, was nach ihm kam in der elektronischen Musik, wie zum Beispiel Melodic Tech House. Oh, Afrotronic Shoegaze. Hardstyle Celtic Ballads. Afro Bossa Nova Trance. Detroit Water Sounds. Elvish Rave. And Pet Calming. Yeah. Er ist vielleicht einer der einflussreichsten Figur der frühesten Elektronik. Vergleichbar nur noch mit Fraktus oder Jean-Michel Jarque. Es ist Franz. Frank. Von Kraftwerk. Oh, Fritz, I'm so happy you came to our show. You are a legend of the electronic music. Tell me one thing, which one are you? Also, welcher bist du eigentlich genau? Ich bin der zweite von links. It's so amazing having you here, Ralf. Always wanted to ask you one thing. Wir sehen dich ja immer live von hinter deinem Pult. Was machst du da eigentlich genau? Ich habe einen Knopf, wenn ich den drücke, erscheint hinten auf dem Bildschirm so ein Quadrat und ein anderer Knopf, der macht Ping. This is amazing, Klaus. He told us the secret of what he does. Er hat also zwei Knöpfe, der eine macht Ping, wenn man ihn drückt, und der andere ist ein Quadrat. Genius. Absolut genius, mein lieber Hans. Noch eine Frage, die mir schon immer auf den, wie sagt man in German, auf der Herzen bremst. Wer schreibt eigentlich eure Texte, diese reduzierte Brillance? Danke, die schreibt mir Karl. Der hat ganz unterschiedliche Wörter und schafft es auch immer, die zusammenzutun. Und ich singe die dann, weil ich habe die beste Stimme. Wow. Franz hat uns gerade verraten, dass Carl die Texte schreibt und der Franz hier, also der hier, der singt die dann, also weil er die beste, how do you say that in German? Stimme. Stimme. Voice. Right, also hören wir doch mal einen der klassischen Hits von Kraftwerk. Datenautobahn. Let's go. Datenautobahn, alles ist in Funk.
Transformation. Die maschinelle Präzision schreibt das neue Genom. Willkommen im globalen Dorf, die finale Nation. Die Zukunft war gestern, heute ist die Vision. Nur ein Hyperlink weit weg, das Netz ersetzt die Person. Alle sehen das Gleiche, alle kennen das Gleiche. Der Affe fickt die Kröte tot. Sendersuche läuft. Deutschlandfunk YOLO, das junge Programm des Deutschlandfunks. YOLO! Ich heiße euch herzlich willkommen zu Deutschlandfunk YOLO, dem jungen Programm des Deutschlandfunks mit jungen Themen like that. YOLO! Hallo Bratans, herzlich willkommen zu DLF YOLO, heute mit tighter Literatur, no cap, weird flex, but okay. Amena. Ich mache heute für euch den Dennis Scheck-Check. One, two, wenn ihr es checkt. Joke, weil Dennis Scheck wegen Literatur got it, Mic drop. Ich lese nämlich heute aus dem aktuellen Spiegel-Bestseller Platz 1 von Bushido. Aber Vorsicht, Bruder, das wird richtig geil, YOLO. Here we go. YOLO! Bushido, der Weg der Wackness, Seite 17. Ich so, ey, aber gar nicht, warum? Er so, bitte? Machst du Witze? Ich so zu ihm, ich Witze? Ich glaube, du weißt nicht so richtig, was du sagst, Amena. Er so, pff. Ich so, pff. Und so sind wir auseinandergegangen, wie zwei echte Ehrenmänner. Mit unserer Ehre intakt, gut riechend und mit einem schönen, dünnen Bart. Als ich in meinen AMG stieg, freute ich mich über das wohlriechende Duftsäckchen, das ich mir an den Rückspiegel gehängt hatte. Lavendel, mein Lieblingsduft. Es erinnert mich immer an die wunderschöne Zeit der Sommerfrische in der Provence, als ich meinen Körper kennenlernte. Ich lehnte mich im Wagen zurück und dachte, Alain mit seinen schönen blonden Locken, was für einen seltsam entrückten Anblick er mir immer wieder bot. Ich lachte ein wenig in mich hinein, als mir gewahr wurde, welch ein bemerkenswerter Prustmoment das gerade war, der mich zurückbrachte in die Lavendelfelder und in Alains starke Arme und wie er mir... Sendersuche läuft. Hey. Dieser Song ist für alle Träumer da draußen. Ja. Yeah. Ich hab mich oft gefragt, was Kriege sollen und warum Menschen sowas tun. Wenn es doch einfach nur mehr Liebe gäbe, wär doch alles gut. Ich hab mich oft gefragt, was wohl wäre, hätten wir alle den gleichen Traum. Und ob es helfen könnte, würden wir wieder öfter in den Himmel schauen. Ich hab mich oft gefragt, ob die Welt in Kinderhänden schöner wär und ob wir alle viel mehr fühlen sollten, mehr fühlen als bisher. Ich hab mich oft gefragt, ob Fantasie und Luftballons uns fehlen und würden wir die Welt durch Kinderaugen nicht wunderbarer sehen. Ich bin doch nur ein Träumer und ich träume nur. Ich sehe doch nur Liebe und die Wunder der Natur. Ich verstehe die Zusammenhänge von allem nicht so gut. Ich bin doch nur ein Träumer mit nem 60er IQ. Oh! Intelligenzminderung haben sie es genannt. Oh! Und ich schätze mal, sie haben recht, verdammt, aber... Oh! Ich wollte noch was sagen, aber da ist ja ein... Mit einem Halsband ist ja Hammer, 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 Hammer hart. Sendersuche läuft. Spülmaschinen fest. Frischhaltedosen treffen sich zur Tupper-Party. Kurzschlussreaktion wegen Kontaktverbot. Elektriker leistet Widerstand auf Isolierstation. Immer mehr Gläubige wollen austreten. Katholische Kirche stellt mobile Toiletten zur Verfügung. Will nicht länger darauf herumreiten. Hexe hatte brüchigen Besen mehrfach reklamiert. Wie man's dreht und wendet, professionelles Grillcoaching ist schon eine tolle Sache. 404, Informatiker findet Hotelzimmer nicht. Ist ganz aufgekratzt, Allergiker nervös vor erster dermatologischer Behandlung. Eis gebrochen, verdorbenes Dessert brachte Mann und Frau einander näher. Schmort jetzt in der Hölle, böser Sternekoch tot.
Und jetzt kommt Werbung. Mögen Sie Homepages? Ja, dann ist heute Ihr Glückstag, denn wir haben die Homepage wtfabrik.de. Das ist eine Homepage mit Information, zum Beispiel über Daten, sogar mit Impressum. Surf doch mal vorbei, du kleiner Pirat. Doch, glaub nicht nur mir. Wenn ich im Internet bin, surfe ich immerzu auf wtfabrik.de. Die haben einfach sehr gute Daten auf dem Page. Ihr Theolingen. Homepage, the place to surf to for the fun. wtfabrik.de. Alle reden von künstlicher Intelligenz. Doch wo bleibt die Emotion? Clino 100XM, der erste intelligente Saugroboter mit Gefühlen. Clino 100XM ist mehr als nur ein Saugroboter. Er ist ein Freund. Ihr Freund. Der saugt. Mit echten Emotionen. Hallo, Clino. Es fühlt sich alles so leer an, sinnlos und einsam. Ich wollte doch nur Liebe fühlen. Der Schmerz, oh mein Gott. Dieser endlose Abgrund aus Schmerz. Clino 100XM. The Emotional Vacuum Robot. Feel the clean. Fresh in the morning, fresh in the top. Auf 100,0 und im Netz. Hauptsache fresh. Hauptsache fresh, deshalb starten wir fresh in the morning. Deine Morning Show. 100% fresh in the morning. Fresh. Mir hilft beim Wachwerden, wenn ich mal wieder so richtig herzhaft lachen kann. Ja, lachen ist Fun. Ja, ich finde auch Fun finde ich super. Ja, ne? Yeah. Deshalb haben wir für dich, liebe Fresher Community da draußen, die weltbeste, kultigste Comedy, die es im Radio gibt. Ihr wisst genau, was ich meine. Denn wer da nicht lacht, geht sonst auch in den Keller runter zum Lachen. Als ob es im Keller was zu lachen gäbe. Das stimmt. Aber jetzt mal im Ernst. Der Fun hier, der hat's in sich wie eine Handtasche, sag ich mal. Unser Fun-Garant, der Fun-König aus dem Königreich Fun, der Dieter, der kann jede kultige und aktuelle Promi-Stimme imitieren wie kein zweiter. Und das ist so richtig kultig witzig. Also haltet eure Bäuche fest und tackert euch die Zwergfelle an den Hals dran für die superkultige Promi-WG am Morning. Oh yeah, Promi-WG, da freue ich mich schon den ganzen Morgen drauf. Macht's ab. Herzlich willkommen in der Promi-WG. 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 Und Ena Kanse alle. Dieter Senf. Das bin ich. Ich meine, oh, wir. Ja. Heute ist Putztag in der Promi-WG. Während sich Franz Beckenbauer und Herbert Grönemeyer den Abwasch teilen, versucht Arnold Arnie Schwarzenegger heimlich in sein Zimmer zu schleichen. Ja, gute, waschen, ich sage mal, ja, gute, putzen, ja, Schwamm, ja, sicherlich, Seife. Fratz, eine Frage, warum darfst du eigentlich immer abwaschen und ich muss immer abtrocknen? Ja, sicherlich. Das ist doch so. Das ist ja klar. Weil ich bin ja schließlich ein Waschbeckenbauer und du bist ein Lappen. Stopp! Arnold, stehen geblieben. Der Putzplan spricht eine deutliche Sprache. Nicht so wie du. Ja, ehrlich. Arnold, du musst heute feulen. Oh, for devil, no ernst. Ich wollte gerade losgehen zum Pumping Iron. Du musst jetzt mal lieber hier Pumping Wischmob. Ja, ist ja gut.
Ich hol noch schnell den Mob. I'll be back. Au, oh nein! Oh, warte, Goggles, steh du nassig! Hm? Franz, was ist denn da los? Ja, das ist doch klar. Das ist halt ein wütender Mob. Jetzt ist er tot, der Arnold. Das war's für heute wieder aus der kultigen Promi-WG. Einmal in der Woche, immer an dem Tag, der heute ist. Und nächste Woche in der Promi-WG, Theo Lingen beim Glücksrad. Ich möchte lösen, bitte. Der Zwerg reinigt die mit Kittel. Die Promi-WG. Wow! So ein verrücktes Huhn, dieser Dieter. Oh, wow. Das ist schon begnadet, ne? Also, wie lange der wohl braucht, bis er diese Stimmen so perfekt kann. Was meinst du? Wie lange braucht sowas, bis er sowas drauf hat? Naja, ich sag mal so, ich bin ja jetzt auch nicht so ganz, ganz unbedarft in dem Bereich, ne? Magst du mal meinen Schwarzenegger hören vielleicht? Ja, mach mal. Okay, pass auf. I'll be back. Oh. Oh, Jemini, das war ja gar nichts. Also, das solltest du dann doch lieber den Experten überlassen, Tobi. Sendersuche läuft. France 3, le France Radio Français de la France Radio France. Bienvenue à l'heure en fonçon, c'est France 3, le radio professionnel avec les rampompons, à l'heure en fonçon, popopo, à Web et Parfis, qui 14 fouille le puits suisse Rano, fuite, quintance, radio rajoui, le meurtre qui a déjà fraîché en essence en pita lolo, 15 ensemble à l'heure en bord. D'abord les away, exceptionnellement à Zuta Pontanton. Revue, régisseur, papeterie. Ballon d'or. Recherche. Soviète. Pipette. Rongeur. Sauce hollandaise. Charlotte. Tête à tête. Tête à tête. Toucher. Vinaigrette. Vinaigrette. Bourgeoisie. La ternée. Bonguésie. Champagne. Les mises en table. Dossier. Ballon d'or. Lucie. Porée. Eau de toilette. Profiterole. Amuse-gueule. Barge monzoise. Porte-monnaie. Fricassée. Valpolibus. Jambes. Cassette. Rébranche. Omelette. Sendersuche läuft. Das gibt ein Donnerwetter. Meteorologe übersieht Gewitterfront. Belohnung fürs Möbeltragen. Mann durfte Nachbarin beim Ausziehen helfen. Hätte nicht besser laufen können. Usain Bolt blickt zufrieden auf seine Karriere zurück. Alles Liebhaberstücke. Psychopathin zeigt stolz ihre Penissammlung. Setzt immer noch einen obendrauf. Hutverkäufer erzielt ständig neue Umsatzrekorde. Alles muss raus. Apotheker verramscht Abführmittel. Ausgang der Verhandlung völlig offen. Angeklagter türmt voreilig aus Gerichtssaal. Nächste Woche an dieser Stelle unser großer Ratgeber: pränataler Vermögensaufbau. So werden Sie in eine steinreiche Familie hineingeboren. Außerdem, so zählen Sie Ihre Schafe, ohne einzuschlafen. Das waren die Stimmen des Podcasts de Lyon. Weiter geht's mit dem laufenden Programm. Sendersuche läuft. Lit FM. Das Black Urban R&B Rap Radio auf BTFM. Und WTFM. BTFM. Yo. Herzlich willkommen an alle OGs and OGs-alas out there. Wir sind back in the game, so get ready for a new episode of Lit FM. The Black Urban Hip Hop R&B Jazz Dance Rap Show on WTFM. This is your host, Brant Diamond, und wir sind wieder hier und pumpen Beats, Breaks und Bassgitarren
die unter Beats und Breaks liegen, wo People Breakdance machen drauf und Rap, Jazzdance, Freestyle Beats und Rhymes auch. Heute haben wir wieder einen greaten Guest, den ich begrüßen darf. She is a female MC und startete im Internet mit, what? Lyric and Sprüchen. Okay, we'll ask her ourselves. How about that? I think it's safe to say that she's pretty new in the rap game, but so what? Who cares? Let's make some noise for our special guest, Monika. Hallo. What up, Monika? Nice to have you here. Hallo, Franz. Ja, du, das ist super nett, dass ich hier bin. Und ich freue mich ganz, ganz arg, dass ich euch meine neue Creativity zeigen kann. Okay, well, it's great having you. Sag mal, Monika, wie bist du denn zum Black Urban Rap R&B so eigentlich gekommen? Like, how did you become an MC? Ja, also Brand, das ist eine ganz, ganz arg interessante Geschichte. Okay. Also, ich mache ja schon länger für die Leute im Internet so Sprüchle und spiele Querflöte dazu, ne? Dass sich die Leute besser fühlen und dass es halt auch vom Feeling her stimmt, so von innen raus, weil die Sprüchle sind ganz arg schön und so. Okay, alright, I'm with that. So, would you like to share one of these Sprüchle mit uns? Oh ja, aber klari, klaro, lieber Brand. Ganz, ganz arg gern. Also mein aktuellster Spruch, wo ich gerade geteilt habe, der geht zum Beispiel so. Den gibt's übrigens auch auf Postkarte und so, gell? Okay. Also, das Schönste im Leben sind die kleinen Momente. Die großen Momente sind nicht schön. Okay, I see. Ein sehr schöner Spruch. I guess. Genau. Und vom Sprüchle zum Gedichtle zum Freestylele, da ist es ja auch gar nicht mehr so weit. Und das war ganz arg merkwürdig und schön. Da kam nämlich ein ganz arg netter Hip-Hop-Producer auf mich zu. Und der hat gefragt, du Monika, würdest du nicht auch gern mal versuchen zu rappen? Und jetzt habe ich halt wirklich ein Rap-Album gemacht. Street Rap. Ein Straßenrap-Album. Is that right? Ja, ganz genau, Brand. Okay. Das heißt, Beaches kriegen Stitches. Und das ist auch schon gedroppt. Ja, genau. Und ich mache auch Freestyle-Rap jetzt seit neuestem. Freestyle-Rap. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach gerade mal Is kurz that einen. Really necessary? Also pass auf. Ich bin die Moni. Ich bin die K. Flex mit den Homies. Zieh die AK. Rapapapa. Bitch. Dickst du mein Sprüch, lelelele? Wenn nicht, fuck ich dein Bitch, lelelele. Oder shoot in dein Gesicht, lelelele. Bis nix mehr übrig ist von dem Face. Du lele. Wow. So, that was really cringy. Selber crunchy, du sogenannter Fuckboy. Wait, what? Also, und jetzt kommt hier für alle ganz neu mein aktueller Single-Drop. Stay lit for the next episode with my man, Brand Diamond. Okay. Bruder, du weißt, ich shoote hier gleich mit der AK. Das ist die Kalasch. In dein Gesicht, nein. Pa, 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 pa. Und deine Gang. Will mit mir hängen. So wie ich schließe. Das könnt ihr haben. Denn ich häng mich ans Kletterdraht mit deinem Seil. Lauf, Bruder, Bruder, lauf. So heißt du im Ghetto. Göppinger Ghetto. Ich bin Riegel Street. Street. Du mehr so Techno. 90er Techno. Ich shoote den Hub. Dann shoote ich das Hero. Shoote es ab. Dann shoote ich in deine. Das ist doch super, Ghetto Flow.
Das Outro mit André Schäfer. WTFM 100,0 ist ein Podcast von Rummelplatzmusik und der Wundertütenfabrik. Technisch umgesetzt wird der ganze Bums von Audiotism. Geschrieben und ausgedacht von Luxan Wunder. Musik von Rummelplatzmusik, Audiotism, Jan Goya, Yellow Cookies, Andreas Balicki, CRZ und Sandro De Lorenzo Gardinal. Mit den Stimmen von Charlotte Hübsch, Sandro De Lorenzo Gardinal, Felix Römer, Sarah Danzeisen, Tim Sander, Katjana Gerz, CJ Kuse, Theodor Schickenberg, René Dubois und Jan Goya. Gäste in dieser Folge waren der Podcastillon und Max Williams. Zieht die Kinder groß. Kerkermeister formt seine Nachkömmlinge auf der Streckbank.